Willkommen zum zweiten Spieltag der Jump Training League Season 5. Und heute geht's ran mit unserem Team Confei Deluxe gegen das Team Greninja Warriors, geleitet vom lieben Rudi. Und wir wollen heute gewinnen. Wenn wir uns die wunderschöne Tabelle angucken, sehen wir, dass wir letzten Spieltag gewonnen haben. Und das wollen wir wieder tun. Wir haben hier diesmal das Team. Diesmal haben wir wieder Simbunan dabei, wieder Infernet dabei. Ich werde jetzt nicht genau drauf sagen, was Sets erklären oder sowas. Ihr könnt die gerne in der Beschreibung euch genau angucken. Aber hier nochmal die Sets, nicht genau gesagt, einfach sagen, was wir mit haben. Wir haben Peach, wir haben Mario, wir haben, das Ding ist nicht shiny, warum ist das nicht shiny? Danke. Dann haben wir Mario, dann haben wir hier noch Knochentrocken, dann haben wir den lieben Luigi noch dabei, dann haben wir noch Bowser und Toad. Und heute geht es ans Eingemachte. Ah, ich bin angespannt. Wir schicken jetzt raus. Und ja. Wir kämpfen heute gegen Wulaose. Und davor habe ich übel Schiss. Wenn er den beiden dabei hat. Weil ich habe einen ziemlich guten Check normalerweise in meinem Kader. Komfe, aber der wird von einem anderen gecheckt. Und darauf hätte ich nicht so Bock. Deswegen habe ich Komfe extra nicht mitgenommen. Ich hoffe, er nimmt es mit. Und es ist Wulaose dabei. Okay. 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 Ich habe mit Celesteela, Mega Viva Voluoso gerechnet, Rote Maw, Crocodile. Aber mit Rebombi, Lanturn? Ich habe das falsche Team gewählt. So, jetzt sind wir im Kampf. Ja. Aber ich habe literally nur ein Pokémon so gesagt geswitcht. Was könnte unser Lied sein? Bowser ist ein übelst circa Lead hier. Ihr könnt auch einmal mit hier mit dem D-Käfer-Ding das liegen. Gegen das Fee-Ding Käfer hätte Bowser eine übelst gute Chance. Gegen Rote Mow-Landturn hätte der Junge nicht so eine Chance. In Rote Mow. Und könnte bei beidem sehr Serp hier reinschicken. Oder ich leade hier einmal mit Dracozolt, mit dem E-Belt diesmal. Einfach hier reinzuhauen. Wir könnten auch direkt mit dem Scarf Mario leaden. Der macht eigentlich überall gut Work. Wir outspeeden alles mit dem Scarf. Ja, wir leaden mal mit Mario. Und da ist mein Infernape und da ist wirklich der Landturm-Lead. Okay. Wir U-Turn und gehen in Luigi. Ja, wir U-Turn gehen Reach, würde ich sagen. Wir können dann direkt nachgucken, was das für ein Lantern-Set ist. Und, MU Pivot. Und 16, 10. Oh, jetzt muss ich aufstehen, sorry. Oh. Ist er Full Death? Der Junge ist Full Death. Das finde ich angenehm, weil hier Luigi. Da kommt der Toxic. Ich bin jetzt diesmal AV. Ich habe die Fähigkeit Gott sei Dank nicht verkackt. Und ja, Serpy Royal ist jetzt hier übel scary für ihn. Ich könnte hier einfach jetzt auf den Knock gehen, weil ja, er bleibt nicht drin. Und ja, Rotomau kommt rein. Das finde ich sehr angenehm. Der verliert jetzt erstmal seine Lefties. Okay. Rotomau, was kann das gegen mich? Rotom Wow und nicht Rotom, das normale Rotom, sondern Rotom Wow. Darf ich? Danke. Machen wir eh Spielfeuer, okay. Der könnte Sub sein, ich könnte hier aber Leaf stormen. Der Knock hat wie viel gemacht? Oh nein. Komm. Ah, noch mal ein kurzer Cut. Oder wir gingen jetzt hier weiter auf Leaf Storm. Und drücken die HP Fire. Habe ich ihn leider aufgenommen. Die Bombi kommt rein. Okay. Crit. Oh! Wer der?
Rebombi. Da kommt Mega Beedrill. Rebombi. Ja, mehr das nicht. Ja, mehr das. Wir hätten mit einem weiteren Kill gekillt, aber wir wären langsamer. Naja. Hier kommt das Mega Beedrill. Und da gehen wir like Season 4, die nicht bei mir kam, die kam aber bei Zyrum und da sah man, dass Aerodactyl gar nicht mal so ein schlechtes Check gegen das Ding ist. Und der wird jetzt aber hier P-Trap drücken. Und deswegen drückt er hier vielleicht U-Turn sogar wegen den Switch Out. Ja, ich würde trotzdem Aero gehen. Hier im Bowser. Einfach reingehen. Da kommt die Mega. Und da kommt wirklich die. Okay, what? Ist der Junge adamant? Aua! Okay, hier ist Urshifu. Der könnte Scarf sein. Der könnte Scarf sein. Okay, ich bin halt nicht physisch, ich brauche halt den Damage. Ich würde halt nur 48% machen. Wollen wir hier trotzdem den Boy selten? Der macht jetzt nicht so viel, weil ich gesagt habe, dass ich verkackt habe. Einfach Musik. Okay, der geht auf den Aqua-Jet. Schade, hier hätte ich wirklich in Tod gehen können. Deswegen machen wir es jetzt. Wir gehen jetzt hier einfach in Tod. Und wir scolden, würde ich sagen. Wir scolden. Hier kommt ein roter Mo. Ja, war eigentlich klar, dass hier roter Mo kommt. Und da kommt der Burn! Alter, was ist das mit den Hexkräuter? Rotom Mo in gegen meinen Vipiren, was literally keinen Spitzdef hat und ohne Spezialangriff macht der uns mit Least um 77%. Wir können aber Wishen Thunderbolt sollte nicht reichen. Ah, wird knapp. Wishen. Da kommt der Toxic, ich habe die Heal-Bell drauf. Wollen wir Heal Ball? Ich Heal Ball. Egal was kommt. Ja, da wo kommt der Voltwechsel? Ich habe die Heal Ball gedrückt. Deswegen ist alles gut. Dann wird der Toxin auf Serpil Royal auch weggegangen. Alles nice. Ich finde schade, dass ein bisschen Aerodactyl tot ist. Aber naja, ich wusste gar nicht, dass das Ding Aqua Jet richtig kann. Das wird aber jetzt noch ein Problem, wenn er jetzt Aqua Jet kann. Weil jetzt ist er schneller als so gesagt. So, der Junge kommt rein, der Landturm. Der ist ja komplett physisch defensiv. Wir wischen ihn nochmal. Würde ich vorschlagen. Anscheinend hat er World Absorb. Genau. Und ich könnte jetzt hier überlegen, in Luigi zu gehen, den Jungen voll zu heilen. Wir sollten alles tanken. Wir sollten literally alles von dem Ding tanken. Und können sowas in den Surf gehen. Okay, das war ein guter Play von ihm. Aber wir haben Serp hier schon mal ein bisschen weiter voller. Und könnten in Mario gehen, weil hier. Ach, warte mal. Mega Beedrill, wie viel macht er gegen uns? Gegen Vipirion macht er 48. Ah ne, der Junge ist Adamant. Ui. Adamant macht vieles anders. Ich hätte Scald drücken sollen. Serp. Kilt, okay. Aber den Boy brauchen wir noch. Gegen Mario. Mario. Macht er gegen Mario 99%. Scarf und könnten dann Thunder punchen. Den Mario rein. Da kommt seine U-Turn. Interessant. Wenn er jetzt. Ja, er ist Scarf, okay. Ein Ausgab. Die Sache ist, wir sind Base Speed mehr, genau. Puh, auf was war ich vielleicht nochmal gespeed creep? Ich sollte hier mit Close Combat hin. Der ist schneller. Ich hab den. Oh, der ist Full Speed. Fuck! Okay, fuck.
Der ist Full Speed, der ist Full Speed, der ist komplett Full Speed. Uff, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay, 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 ich brauche einen Plan. So. Gegen ein Crook. Okay. Das, da habe ich auf. Ja, okay, das war dumm. Das war einfach komplett dumm, dieser Play von mir. Der LB macht nicht so viel und wir können hier auf die HP Fire gehen. Ah, der ist auf plus 1, habe ich vergessen zu machen. 47% und wenn Mega Beedrill jetzt da reinkommt, kriegt das. Boah, gar nicht mal so viel. Dynamax. Ah, das war so dumm von mir. Der ist literally full speed. Oh. Okay. Oh, das war echt nicht klug. Ja, Rote Mo kommt rein, okay. Ich muss jetzt hier ein riskieren. Ja, kommt Mega Beedrill wieder rein. Ah, das Ding. Ich hätte wirklich Mega Stardust reinpacken sollen und nicht Bowser. Mann, ey. Da, ja, ja, ich habe einfach komplett den Kalb verkackt gegen den Ding. Oder gegen das Ding da. So habe ich hier literally meine Wincon. Das Ding wird halt ein Problem, wie ich finde. Surp, sondern Dragazold 61%. Wir müssen den Ding hier senken, leider. Dragazold hier senken, ja, da kommt die. Oh, okay. Wir wurden ja auch gecredit. Deswegen ist alles gut. Ja, da kommt Crocodile. Puh. Was senken wir? Ich dachte, er Speed Creep auf dem Dragazold. Vielleicht habe ich auch den Speed einfach nur verkackt bei mir. Dass ich wieder auf das. Eins und wir gehen auf Leaf Storm. Egal was ist, wir gehen auf Leaf Storm, weil wir das Beedrill anschippen müssen wegen Weavile. Wir müssen das anschippen. So, tschüss. Crocodile. Perfekt für uns. Wir kommen halt jetzt schon wieder hier in eine U-Turn. Das ist mein Problem. Da kommt die U-Turn, ich muss hier in, Felsdinger Crit. Das hat viel Schaden. Da geht ja gleich ein Landpunkt rein. Aua. Das ist ein Felsdinger Crit, okay. Ich wische hier. Protect erstmal halben Toad hier hoch. Okay, es war eine Road. Ja, dann habe ich verloren. Ja, ich gewinne halt hier literally. Ich habe leider kein Sash-Set. Literally nur mit einem Crit. Oder? Nicht mal mit einem Crit gewinne ich hier. Uff, der hat keinen Chip. Ja, dann GG, oder? Nee, er geht dann schon einfach. Uff. Hey, das war denn zu finden. Dann zieh ich hier. Und drücke hier den Knock. Da war die Eckspray weg und er hat noch ein literally volles Urshifu. Ich drücke hier einfach Eyeshot. Sollte killen. Da kommt darauf an. Okay, es ist ein Roll. Das ist literally in der Roll. Predigte hier nichts, oder? Ich muss hier eigentlich auf Schallschad gehen. Urshifu bin ich schneller. Urshifu macht mir wie viel Schaden? Ich weiß nicht, ob es ein Bandset ist. Aqua Jet.
jetzt vom Aqua-Jet aus. Macht mir 43% Schaden. Dann ist Eishot hier mein Play. Tschüss. So. Dann ist hier Eisband nicht mein Play. Der ist sowas von hier mein Play. Riesen. E-Jab, okay. Oh, ich bin voll der Dummkopf. Ich habe das falsche Ushifu ausgewählt. Wir knocken ihn. Ja. Okay, oh mein Gott. Okay, er hat gemisplayed. Oh mein Gott. Ich komme hier wieder nicht. Leider nicht spielen. Das ist wie. Okay, nee. Darf ich das sagen? Warte mal kurz, überlegen. Ob ich... Ja, ich darf sagen. Ist wie der letzte BML-Kampf. Komisch. Er hat seine Wincon einfach weggeworfen. Well, er hat halt. Er ist halt in den Beatrick gegangen. Alter. Ultimatives GG. Uff, ich war sowas von literally. Ich hab teambuilding-mäßig komplett verkackt hier. Ich hab literally teambuilding einfach nur gemacht. Gehen wir mal Team. Leute, wenn es euch gefallen hat, wir sind jetzt. Kann ich euch zeigen? Darf ich so? Mal gucken, ob ich euch die Tabelle zeigen kann, auf welchem Platz wir sind. Wir haben den Sieg geholt. 2-0, schön, aber naja. GG an Rudi hier, Greninja Warriors. Er hat echt gut gespielt, hat am Ende nur einen kleinen Misplay gemacht, wie ich finde. Vielleicht dachte er sich, okay, das 1-1 gewinne ich nicht. Wegen Web Royal, aber er hat mit Ishifu locker mein Peach killen können und dann mit seinem Ushifu das Hacken einfach in 1-0 gehen können. Aber naja. Ich schicke ihm jetzt mein wunderschönes Team. Der ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung drin. Und ja, vielleicht packe ich auch Rudis Team rein. Vielleicht kriege ich das. Ja. Und wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da. Guck gerne bei den anderen Teilnehmern vorbei. Ich habe jetzt keinen Teilnehmer verlinkt, aber ja, so Leute, gibt einfach auf YouTube ein Zurum. Vielleicht verlinke ich die doch. Mal gucken. Ich habe sie im ersten Part jetzt nicht verlinkt. Aber ich weiß, dass Zürum und Luma beide auf YouTube noch machen. Deswegen könnt ihr gerne auch da vorbeigucken. Die haben Liga 1, wir sind ja Liga 2. Und ihr könnt dann gucken, wie die da so spielen. Das ist auch ganz lustig bei denen da. Deswegen haut rein, bis dann und ciao. Euer Marc. Bye, bye.